Herzlich willkommen zu unserem Live-Bürgerdialog der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Morgen wird die Fraktion einen Antrag einbringen, der die Regierung dazu bringen soll, endlich die Gesamtkosten, nämlich die tatsächlichen Gesamtkosten der Politik der offenen Grenzen darzulegen und in einem jährlichen Bericht fortlaufend darüber zu informieren. Dafür habe ich heute bei mir zu Gast Dr. Gottfried Curio, der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag. Hallo, Herr Dr. Curio. Hallo. Herr Curio, wie ist denn der aktuelle Stand? Wie informiert denn die GroKo derzeit über die Ausgaben für diese Willkommenspolitik? Naja, nach der Grundsatzentscheidung, die Grenzen zu öffnen, im September 15 wurde schon nach wenigen Monaten ein Paket geschnürt und ganz schnell auch gesagt, ja, wir wollen jährlich einmal berichten, was der Bund ausgibt und welche Zuschüsse er an die Länder gibt. Das Problem bei der Sache ist nur, die Warenkosten für die Versorgung der Migranten fallen an vor Ort in den Ländern, in den Kommunen, in den Gemeinden, wo tatsächlich die Versorgungsleistungen stattfinden. Und diese sind eben in diesem Bericht nicht gesammelt. Was dort vorkommt, ist lediglich der Zuschuss des Bundes an die Länder. Und die Länder sagen dann auch, wie das verwendet wurde. Sie machen aber die Bemerkung, Sachsen, Hamburg sagen, dass ja, das deckt ein Viertel unserer Kosten. Das deckt ein Fünftel. In Wahrheit haben wir noch das und das und das. Und dabei merkt man dann auch, wenn man diesen Bericht anschaut, die Standards sind völlig uneinheitlich. Die einen berichten über dies, die anderen über das. Es gibt keine gemeinsamen Standards. Das alles ist nicht erfasst. Also was wir eigentlich wirklich brauchen, ist die Kosten, die auf der Bundesebene anfallen, bei den Ländern, bei den Kommunen nach einheitlichen Standards, damit wir ein umfassendes Bild bekommen, ein transparentes Bild. Und übrigens, das brauchen wir ja nicht nur für die Bürger, für den Steuerzahler, der das alles, diese Willkommenskultur, wie Sie schon sagten, finanzieren darf, auch für den Wähler, der vielleicht danach entscheiden wird, sondern doch auch für den politischen Entscheider. Auch der politische Entscheider sollte ja wissen, welche finanziellen Konsequenzen seine Grundsatzentscheidungen zeitigen. Ja, jetzt kann man sich natürlich vorstellen, es geht bei diesem Thema um extrem viele Zahlen, also nicht nur an Summen, an Geldbeträge. Warum werden nicht alle Zahlen, so wie sie sind, offengelegt? Werden die Bürger da gezielt nicht umfassend informiert? Ich denke schon, dass das nicht ganz klar werden soll. In diesem Bundeshaushalt, der beläuft sich so in Größenordnung zuletzt so im Bereich von 23 Milliarden, ist zwar einiges erfasst, aber es gibt Schätzungen mehrerer namhafter finanzwissenschaftlicher Experten, die sagen, es ist eigentlich mehr als das Doppelte pro Jahr. 50 Milliarden, 55 Milliarden. Und wenn man dann bedenkt, dass man natürlich jeden Euro nur einmal ausgeben kann und mal guckt, in welcher Größenordnung eigentlich der Gesamthaushalt spielt, ja, 350, 360 Milliarden, und wir reden hier von 50, 55 Milliarden, das ist also ein erklecklicher Bruchteil, dann ist schon klar, dann wird dem Bürger plötzlich deutlich, wenn das ganz abgebildet werden würde, die hohe Moral, in Anführungszeichen, des freundlichen Gesichtes unserer Kanzlerin, die ist eben nicht für umsonst zu haben. Dieser Tage gab es den Alarmruf, muss man schon sagen, des Deutschen Beamtenbunds, dass die öffentliche Verwaltung kaputt gespart wird, dass die vor einem Systemkollaps steht, dass es eigentlich überall fehlt, ja, an Material, an Personal, dass die Verwaltung im Grunde genommen kurz vorm Kollabieren ist, unendlich lange Wartezeiten, Tatverdächtige müssen freigelassen werden, dass da eigentlich die Infrastruktur zerfällt, der Unterricht fällt aus, Kita-Plätze gibt es zu wenig. Sie könnten da viele Dinge aufzählen. Und wenn die Bevölkerung dann eben erfahren würde, neben dem guten Gefühl, jetzt etwas für die Flüchtlinge dieser Welt getan zu haben, kostet uns das auch etwas, was in unserem eigenen Haushalt für die Belange der eigenen Bürger fehlt.
für unsere Rentenfortzahlung, für unsere Kita-Plätze, für die Lehrer, für die Polizisten, die in der inneren Sicherheit unterwegs sind, dann würden die Bevölkerung vielleicht doch ins Grübeln kommen, ob diese migrationspolitischen Grundsatzentscheidungen, die Kanzlerin Merkel und ihr Kabinett im September 15 getroffen haben und die seitdem unverändert weiterlaufen, ob die eigentlich so voll im Interesse des deutschen Volkes sind. Genau, und wenn wir jetzt mal bei den Kosten bleiben, wo vermuten Sie denn noch weiter entstehende Kosten? Das Thema ist, wie Sie schon gesagt haben, sehr zahlenbeladen. Und das Problem ist eben, die sind in so vielen Etats versteckt, in vielen Dimensionen. Wir haben schon gesprochen von den haushalterischen Dimensionen Bund, Länder und Kommunen. Aber Sie können das jetzt auch in den Fachressorts durchdeklinieren. Das fängt dann natürlich an mit den Unterkünften, ganz klar, was das kostet, die modularen Container, die dann mal aufgestellt werden, vielleicht kurz genutzt werden, dann schon wieder abgebaut werden und dann kommen wieder neue Migranten. Das wird alles sehr ineffektiv gestaltet. Aber wer in Berlin ist, erinnert sich auch noch daran, hier wurden also in der Anfangszeit 15, 16 mal eben Turnhallen von Schulen besetzt. Und nachdem die wieder freigezogen worden waren, mussten die erstmal saniert werden, was ebenfalls in einzelnen Fällen erhebliche Kosten, die in die Hunderttausender ginge. Also Instandhaltung, Aufbau, Rückbau, Sanierung dieser Örtlichkeiten, das ist eine Dimension. Eine andere Dimension ist, es gibt da auch Minderjährige, die berühmten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die UMFs, die besonders teuer sind und von denen sich herausstellt, wenn man die Statistik genauer anguckt, dass diese Sonderleistungen denen auch noch zugestanden werden, wenn die schon volljährig sind. Tatsächlich sind weit über 40% derjenigen, denen diese UMF-Leistungen zugestanden werden, tatsächlich schon volljährig. Obwohl die also doppelt so viel kosten wie ein normaler Migrant. Das ist eine Dimension, die hinzukommt. Dann aber auch bitte die Krankenversicherung, das ist ja eine ganz große Sache. Da muss man wissen, schon am Anfang ist das mehr so eine Notversorgung, aber nach gut einem Jahr erhalten die vollen Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse. Und natürlich ohne jemals eingezahlt zu haben. Das zahlt dann der Bund, aber es gibt da ganz seriöse Schätzungen. Der Pauschalbetrag, den der da beisteuert, das deckt mal gerade so die Hälfte. Da fehlen pro Person pro Monat 100 Euro, das sind im Jahr über 1000 Euro, mal einer guten Million Flüchtlinge, da sind wir schon bei einer Milliarde. Und die Zahnärzte sagen zum Beispiel, die Migranten, die zu ihnen in die Praxen kommen, das Gebiss ist eine Horrorshow, muss rundum saniert werden. Das geht dann mal eben, das können 10.000 Euro werden. Jetzt multiplizieren Sie das wieder und dann sehen Sie schon, das ist eine richtig schöne, teure Willkommensparty. Darf ich da einhaken? Das erinnert ja so ein bisschen, und der Begriff ist ja auch schon öfters gefallen, etwas an eine Asylindustrie, wenn man so will. Das ist im Grunde genommen eine Asyl- und Sozialindustrie, wo die interessierten Verbände der NGOs, der Wohlfahrtsverbände, die Kirchen hängen damit drin, sich gerne von diesen staatlichen Unterstützungstöpfen auch bedienen. Tatsächlich ist es so, langfristig kann das alles nicht gut gehen, weil das von immer derselben Anzahl von arbeitender deutschen Bevölkerung geleistet werden muss, während wir täglich oder also jährlich immer noch dieselbe Zuwanderung erwarten. Das steht im Koalitionspapier, ja, wir erwarten 200.000, auch wenn es mal 160.000 sind, dann kommen ja noch der Familiennachzug, kommt da oben drauf. Und es ist so, es gibt tatsächlich auch eine Prognose, wir haben gerade von der Krankenversicherung gesprochen, im Auftrag der Bertelsmann Stiftung, dass in 20 Jahren nicht nur wie letztes Jahr eine Milliarde Defizit akkumuliert wird, sondern 50 Milliarden. Mhm. Und wie das ausgeglichen wird, können Sie sich ja denken, natürlich über eine Beitragserhöhung für die Beitragszahler und dass dann die immer geringer von der Zahl her werdende deutsche Bevölkerung immer mehr Migrantenfälle schultern muss, um diese ganzen Sozialleistungen zu erbringen, das kann natürlich auf die Dauer nicht gut gehen. Ein anderes Problem neben der Krankenversicherungsdimension ist aber natürlich auch die innere Sicherheit und die Justiz. Es gibt ja in der polizeilichen Kriminalstatistik die Aussage, dass diese Gruppe auch besonders
unsere Sicherheitskräfte beschäftigt. Und das führt natürlich dann dazu, dass wir brauchen eigentlich 15.000 neue Polizisten. Wegen der vielen Asylklagen sagen die Verwaltungsgerichte, wir brauchen 2.000 neue Richterstellen. Die können sie aber nicht eben mal so backen. Das kostet was. Die Leute müssen erstmal, die Polizisten, die Richter, die müssen ihre Ausbildungen durchlaufen. Das ist also eine Krise mit Ansage. Jetzt können Sie das weiter durchdeklinieren bei der Bildung, bei den Schulen, bei den Deutschkursen. Da gab es jetzt zum Beispiel, heute wurde im Innenausschuss der Migrationsbericht vorgestellt und da gibt es Zahlen darüber, dass der Prozentsatz derer, die diese Deutschkurse besuchen und die dann ein Sprachniveau B1 erreichen, der wird von Jahr zu Jahr geringer. Das heißt, die Integration wird eigentlich schlechter, es ist eine Desintegration mit Ansage und gleichzeitig kommen immer mehr Leute hinein. Wenn ich aber in eine immer größere Blase meiner eigenen Community importiert wäre, wird natürlich der Druck, sich zu integrieren, immer geringer. Also das Ganze ist ein Horrorszenario. Jetzt haben wir viel gehört, jetzt haben wir einen ganz großen Einblick bekommen von Ihnen, was eigentlich los ist. Jetzt stellt sich auch die Frage, was fordert denn die AfD-Fraktion konkret von der Bundesregierung? Ja, also wir wollen einerseits tatsächlich nach einheitlichen Standards, dass zusammengestellt werden diese Realkosten aus Bund, Länder und Kommunen in vieler dieser Dimensionen, die ich jetzt genannt habe. Wir wollen aber auch noch mehr. Da steckt noch mehr dahinter. Es gibt eine in zweistelliger Milliardenhöhe eine sogenannte Flüchtlingsrücklage, die zuletzt in der Größenordnung von 20 Milliarden war. Wie die definiert ist, wie die befüllt wird, wie der entnommen wird, wofür die genau angelegt wird, mit welchen Erwartungen in die Zukunft das wohl verbunden ist, das ist komplett intransparent. Wir wollen auch eine Schätzung haben der Erwartung, wie geht's denn eigentlich weiter in diesem Land, die Langzeitkosten. Welcher Prozentsatz der Zuwanderer wird welchen Grad an Selbstversorgung, sage ich mal, erreichen? Wie viel wird da aufgestockt werden müssen? Wie viel wird da zugeschossen werden müssen? Sowohl in der Lebensarbeitszeit als auch in der Rentenzeit. Das ist ja eine Langzeitprojektion, die wir haben müssen. Und bitte immer wieder sowohl für den politischen Entscheider, der so eine Richtungsentscheidung fällt, als natürlich auch für den Steuerzahler, der das ja letztlich leisten muss und übrigens auch den wählenden Bürger, der darüber entscheiden soll, will ich eigentlich, dass es ad infinitum so weitergeht. Wir kommen jetzt auch schon zu unserer ersten User-Frage, nämlich fragt Annette, wie viele Migranten in den letzten Jahren, in Klammer seit 2015, sind denn jetzt wirklich nach Deutschland gekommen? Gibt es da wirklich offizielle Zahlen, die korrekt sind? Ja, man muss natürlich nach vielen verschiedenen Parametern das differenzieren. Wir hatten heute, wie gesagt, auch im Ausschuss den Migrationsbericht. Da wurde gesprochen von 1,7 Millionen. Und das ist auch eine Zahl, die so in etwa mit dem Höhepunkt 15, 16, da gab es ja so etwa 900.000, zwischen 900.000 und 1,1 Millionen, je nachdem, wie man da rechnet. Das ist dann immer, haben die sich das erste Mal gemeldet, haben den Asylantrag gestellt. Ist das der Erstantrag? Deshalb unterscheiden sich die Erhebungen ein wenig voneinander. Man muss da ganz genau drauf achten. Aber sie kommen so auf knapp 2 Millionen, die da zu versorgen sind. Und wenn Sie mal sehen, was wir an einzelnen Dimensionen in der Gesundheit, Rente, Integration vorhin aufgezählt haben, das sind ja immer pro Person gleich Tausende. Und wenn Sie das dann mit so einem Faktor, der in Millionen spielt, mal nehmen, naja, das ist dann schon ein fundiges Ergebnis. Und eine Sache wäre es noch, wenn das ein einmaliger Spaß gewesen wäre, aber das geht ja jetzt immer weiter. Wir haben Resettlement-Programme. Frau Merkel will in der zweiten Hälfte des Jahres, wo wir die Ratspräsidentschaft übernommen, den EU-Türkei-Deal, wo wir der Türkei Milliarden schenken, dafür, dass wir Migranten aufnehmen dürfen, den will sie auch mit Afrika schließen. Mit anderen Worten, das geht weiter. Jetzt wird Afrika gesponsert, wir holen Afrika hierher, die also in einer Generation sich um 1 Milliarde vermehren werden. Naja, da ist also noch Luft nach oben für die nächste schwarz-grüne Katastrophenregierung.
Was schätzen Sie denn an Kosten für eine Person pro Person? Man sagt so, dass je nachdem, wenn es ein normaler erwachsener Migrant ist, sind das so für die Unterkunft und Verpflegung 2.500 pro Monat und bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen dann das Doppelte. Der Mörder von Kandel, ja, der hat sich 5 Jahre jünger gemacht und als minderjährig ausgegeben und der wurde vor seiner schweren Straftat, also für über 100.000 Euro vom deutschen Steuerzahler versorgt. Das muss man auch mal wissen. Wir kommen auch zur nächsten User-Frage gleich. Heike fragt, warum schiebt der Staat nicht endlich konsequent Asylsuchende ab, die keine Aussicht auf ein Bleiberecht haben? Der Frage kann man sich als AfD-Fraktion nur anschließen. Vor allem, wir erinnern uns alle noch, dass die Kanzlerin die Bevölkerung beruhigen wollte nach den ersten Bildern der Migration. Ja, ja, rückführen, rückführen, rückführen. Was ist geschehen? Die Abschiebezahlen sinken jedes Jahr. Das wird ständig weniger, während die Personen, die wir hereinholen, ständig mehr werden. Also das heißt, das klafft auseinander. Und es ist einfach so, der politische Wille ist nicht da. Und natürlich, es gibt dann diese Flüchtlingsräte, die auch noch staatlich wiederum gesponsert werden. Und deren Aufgabe ist es häufig, Abschiebetermine, die eigentlich geheim sind, durchzustechen. So werden auch Abschiebungen verhindert tatsächlich. Ja. Und es ist tatsächlich auch in einem der Gesetze, die wir hier vor der Sommerpause gehabt haben, ist das zwar für Amtsträger unter Strafe geblieben, aber nicht für Leute, die das dann weiter durchstechen, Flüchtlingsräte, Journalisten, die Abschiebetermine durchstechen, damit de facto Abschiebungen verhindern und natürlich genau zu dem Problem führen, was hier angefragt wurde. Der Uli möchte wissen, woher stammt das ganze Geld für dieses Asylexperiment mit seinen 100.000-fachen Nettoempfängern? Tja. Von den, spannende Frage. Von den Nettozahlern, ja. Wir werden ja immer beruhigt. Es hieß ja da irgendwie, niemand muss befürchten, dass ihm wegen der Flüchtlinge etwas weggenommen wird. Das zahlt der Staat. Das ist total beruhigend, wenn der Staat das zahlt. So lange, bis man anfängt, sich zu überlegen, der Staat, wer ist denn das eigentlich? Wer ist der Staat? Und wer ist der Staat? Und vor allem, woher generiert der seine Einnahmen? Das sind unsere Steuern, über die also der Herr Scholz sich jetzt freut, wie toll das ist, dass er uns mehr abgenommen hat, als er eigentlich hätte sollen, ja, und damit da jetzt Überschüsse auch noch generiert. Naja, wir natürlich mit unserer Arbeit und wir sind eigentlich nicht gefragt worden, ob wir diese fortdauernde Willkommensparty sponsern wollen, ja. Uns wird das immer als humanitäre Notwendigkeit verkauft, ist dieser Standardtrick der falschen Alternative. Sie wollen doch die Leute nicht umkommen lassen. Also man sieht so dieses Bild, dass kurz hinter der bayerisch-österreichischen Grenzen Bomben fallen. Ja, sozusagen, entweder müssen wir die alle aufnehmen oder sie sind im Bürgerkrieg, der vielleicht in einer letzten Enklave irgendwo in Syrien noch ist. Selbstverständlich könnten wir auch die 800.000 Syrer längst zurückschicken und die Situation entlasten. Aber es geschieht nicht. Warum geschieht es denn nicht? Welche Anhaltspunkte gibt es da? Naja, wenn Sie sich anschauen, dass vor gut einem Jahr der globale Migrationspakt angenommen wurde von vielen Ländern und auch ganz maßgeblich, wie hinterher herauskam, von Deutschland mitgestaltet, mitgeschrieben wurde. Einer der einschlägigen Schuldigen ist da der Staatsminister für Europafragen, Michael Roth, der ja auch einer der SPD-Vorstandskandidaten war, Vorsitzkandidaten. Da muss man sagen, es ist politisch gewollt. Ja, die ganze No-Nations-Orgie ist natürlich ein Plan der Abgabe der Souveränität zunächst an Europa. Da irgendwie sozusagen dürfen wir zunächst die maroden Südbanken sponsern, Bankenunion, Haftungsunion, rechtliche Souveränität nach Brüssel abgeben. Aber warum nur Europa? Die Welt ist doch größer. Wir können noch mehr glücklich machen. Und das ist ja die deutsche Aufgabe seit einiger Zeit, die ganze Welt glücklich zu machen. Und unsere Kanzlerin verwendet ja das von uns erarbeitete Geld vornehmlich dafür, dass wir dann dafür, wie es jetzt schon geheißen hat, um diese Rentenleistungen zum Beispiel für all diese Leute, die keine
sie selbst im Alter tragende Rente werden erarbeiten können, zu erwirtschaften. Vielleicht bis 69 dann mit erhöhtem Renteneintrittsalter arbeiten dürfen, wofür die Bundesbank plädiert, was Hans-Werner Sinn als Spezialist schon gesagt hat. Das ist etwas, worüber die Bevölkerung dann nicht aufgeklärt wird. Und eines der Ziele dieses Unternehmens, dieses Antrags, ist es, diese Transparenz zu bringen. Was sind die Kosten der Party? Was sind die Kosten des freundlichen Gesichts? Was bedeutet das real an finanziellen Einbußen? Und ich denke, jetzt, wo die Konjunktur sich einzutrüben beginnt, ist das ein Aspekt, der die Bürger mehr denn je interessieren wird. Ja, wir haben jetzt ganz viel schon gehört, es geht immer um Geld, um Geld, um Geld. Jetzt kommt natürlich auch die Frage auf, die viele User auch interessiert. Geld oder Sachleistungen für Asylbewerber? Wofür steht die AfD-Fraktion? Naja, wenn man sich überlegt, dass wir natürlich den Magneten runterstellen wollen, also das Anreizsystem abstellen wollen, dann sind wir natürlich für die Sachleistungsversorgung. Ja, also wenn man überhaupt diesen Schutzbedürftigkeitsgedanken mal einen Moment lang überhaupt nur akzeptiert, dann ist das ja eine Hilfe, um sozusagen überleben zu können, auch menschenwürdig überleben zu können, bitte, gerne, natürlich. Aber das muss sich dann an den Notwendigkeiten orientieren. Wir alle wissen ja, dass viele der migrantischen Sozialhilfeempfänger so viel übrig behalten, dass sie das zum Beispiel nach Hause, nach Afrika zurücküberweisen. Und das ist da in den afrikanischen Staatshaushalten bereits ein nennenswerter Anteil von deren Haushalt. Diese Rücküberweisung. Senegal weigert sich, Rücknahmeabkommen zu schließen, weil die wollen, dass die Leute hier bleiben, hier die Unterstützungsleistungen bekommen und sie dann dorthin zurücküberweisen. Warum ist das so schlecht? Das ist deshalb so schlecht, weil dieses Geld stützt natürlich einerseits die korrupten Regime vor Ort, das heißt, die Lebensbedingungen bleiben dort schlecht, aber soweit es tatsächlich auch private Empfänger erreicht, werden vornehmlich noch mehr Leute instand gesetzt, den Migrantentrip zu leisten. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in den Bundeshaushaltsmitteln für die Migration knapp 8 Milliarden allein für Bekämpfung von Fluchtursachen ausweisen, dann muss man natürlich wissen, was das heißt. Wir werden natürlich nie den Lebensstandard von Afrika auf den von Europa heben, aber wir werden mehr Leute in Stand versetzen, dass sie ebenfalls den Migrantentrip nach Europa machen können. Der Karl-Heinz will wissen, auf der einen Seite klagen Städte und Kommunen über eine finanzielle Überlastung. Gleichzeitig aber wurden gestern weitere Forderungen laut, Asylbewerber aufzunehmen. Wie passt das denn zusammen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir hatten mal vor einer Weile eine Anhörung dazu, sogar auch im Innenausschuss. Also das sind diese Städte, die so sichere Häfen, sich zu sicheren Häfen deklarieren wollen und ganz wild drauf sind, unterhalb der staatlichen Regelung, die vom Innenministerium mit, sagen wir mal, Griechenland, den Migranten auf den griechischen Inseln getroffen werden, eine Direkteinspielung von Migranten nach Potsdam. Wir hatten den Oberbürgermeister von Potsdam da zum Beispiel sitzen, der ist da ganz wild drauf. So etwas zu erreichen, das ist rechtlich gar nicht möglich. Das Verhältnis nach außen spielt sich auf Bundesebene ab. Und weil die eben merken, sie könnten noch mehr da bekommen, wenn sie es selber in die Hand bekämen, wollen die natürlich selber auch die Hoheit haben, direkt Migranten aufzunehmen. Wenn es mal so weit kommt, dann geht natürlich das alles noch schneller. Man muss nur gleichzeitig wissen, haben wir eine Debatte über die Altschulden der Kommunen, dass die Kommunen eigentlich vielleicht sogar jetzt durch Bundeshaushaltsmittel sich ihre Altschulden mit einem Schnitt entledigen sollen. Und gleichzeitig diese Debatte, da hat man doch sehr stark den Eindruck, diese Altschuldendebatte dient auch dazu, die verheerenden Kosten, die da in den Gemeinden aufgeschlagen sind, zu verschleiern. Die Nicole lässt fragen, glauben Sie, dass das BAMF noch Herr der Lage ist? Stichwort Mehrfach- und Scheinidentitäten. Ja, was ist da eigentlich los? Naja, das ist natürlich so ein Klassiker. Der war in 2018 ein ganz großes Thema, als die Skandale im BAMF Bremen waren, aber als im Zuge dessen das alles nochmal in die
Befragung geriet, steht im Moment gar nicht mehr so im Vordergrund. Natürlich gibt es das nach wie vor, den Mehrfachbezug. Es gab zum Beispiel diese Geräte, wo man Dokumente auf Echtheit prüfen kann. Und von 12 Bezirken im Lande Berlin haben sich 11 geweigert, das anzuschaffen. Begründung dabei zum Teil, es ist zu wenig Platz irgendwie bei uns im Büro. Oder ein anderer Bezirk hat gesagt, naja, wenn wir das machen und wir erwischen mal einen, dann wird der plötzlich wild und wir haben ja die Polizei nicht im Haus. Mit anderen Worten, die Welt will betrogen werden, wie wir es ja wissen. Und es gibt genügend Interessenten, die dieses System unterstützen. Man will manchmal auch gar nicht so genau hingucken. Gibt es denn Zahlen, wie hoch die Kosten sind in den Aufnahmeeinrichtungen für das zerstörte Mobiliar oder für das Sicherheitspersonal? Man weiß ja auch aus der Vergangenheit, da ging einiges zu Bruch und es geht teilweise ganz schön ab in diesen Unterkünften. Das stimmt. Das sind dann manchmal so stillgelegte Kasernen, die dann so genutzt werden als Flüchtlingsheim. Und wenn dann da mal ein Wechsel ist und die Leute weitergegeben werden, stellt man fest, dass das so runtergewohnt ist, dass das wieder komplett saniert wird. Also wer mal die Fotos gesehen hat, wo man schon sagen muss, dass so die sachgemäße Nutzung von Mülleimer und Toilette nicht so eine weit verbreitete Information zu sein scheint, das ist zum Teil erschreckend. Aber das war, glaube ich, in Bayern der eine Fall. Da haben sich dann die bayerischen Grünen und ein paar Flüchtlingsräte beklagt über diese menschenunwürdigen Zustände und neue Unterkünfte gefordert. Dabei sind die erst geschaffen worden durch eine Art und Weise des Bewohnens, was für unsere Maßstäbe ungewöhnlich ist. Wir kommen zur letzten User-Frage von Susanne. Die fragt, wie kann man die Anreize senken, damit Deutschland nicht länger das Traumziel vieler Glücksritter aus aller Welt ist? Naja, wir hatten vorhin diese Frage mit Sachleistungen und Geldleistungen. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentliches Instrument. Aber ein anderes Instrument ist auch, dass man die Leute nicht so schnell in die unbefristete Aufenthaltserlaubnis und dann nachfolgend gar noch die Staatsbürgerschaft hineinbringt, sondern dass man auch die Abschiebungen, auch davon hatten wir vorhin schon gesprochen, stärker in den Blick nimmt und die Rückführungen. In Syrien ist der Krieg, wie gesagt, größtenteils aus und eigentlich sollte man jetzt dort helfen. Denn diese ganze humanitäre Verbrämung, die immer gemacht wird, das C, das Christliche, Migrationsforscher, die wissen schon seit langem das Offensichtliche. Man kann mit demselben Geld in einem Land, wo die Preise und der Lebensstandard ein anderer ist als hier in Mitteleuropa, natürlich einer Vielzahl von Menschen helfen, wie hier in Deutschland. Das heißt, wenn es wirklich darum ginge, den Menschen humanitär zu helfen, dann doch bitte vor Ort in der Heimatregion, sei es jetzt also im Nahen Osten, sei es in Afrika. Aber ich denke mal, wenn die Leute also wüssten, sie haben auch damit zu rechnen, dass sie tatsächlich in ihrer Heimatregion versorgt werden, dann stellt sich die ganze Migrationsfrage auch nochmal ganz anders dar. Ja, wir kommen jetzt auch schon langsam zum Schluss unserer Sendung. Eine abschließende Frage hätte ich aber noch. Wann genau wird denn morgen der Antrag im Bundestag debattiert? Naja, das ist der zweite Tagesordnungspunkt. Allerdings ist der erste ein ziemlich großer. Da geht es ja um das Organspendegesetz von Spahn. Und da gibt es mehrere Varianten. Wir haben auch eine Variante. Es wird namentliche Abstimmungen dazu geben. Das heißt, das wird sich so ziehen bis etwa 11.40 Uhr, so dreiviertel zwölf in der Gegend. Und dann geht es schon los. Und dann haben wir den Aufschlag. Das ist unser Antrag. Und dann nehmen wir die Regierung in die Zange und sagen, jetzt wollen wir mal Zahlen sehen, Fakten sehen und dann hoffen wir, dass auch der Effekt der ist, dass die Bürger mal darüber informiert werden, was diese ganze Party sie wirklich kostet. Genau, und diese Debatte wird auf unserem YouTube-Kanal und auf Facebook live übertragen. Da können Sie reinschauen, liebe Zuschauer, aber Sie können natürlich auch im Nachhinein die Rede von Dr. Curio auch auf diese Kanäle natürlich noch einmal anschauen. Die sind dort abrufbar. Ich bedanke mich bei Dr. Curio für das Gespräch. Danke. Ein sehr interessantes Gespräch. Ich bedanke mich aber auch bei Ihnen, liebe Zuschauer. Wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Bürgerdialog wieder. Vielen Dank.